Wir sprechen dieses Mal über Steuern. Sie sind der Benzin im Motor unserer Staaten. Ohne Steuergeld würde die Bahn nicht mehr fahren, es gäbe keine Polizei und die Schulen müssten zusperren. Es gibt aber Firmen, die bringen das Steuersystem an seine Grenzen. Wir kennen sie alle. Facebook, Amazon, Google, Apple und noch viele andere mehr. Doch warum ist das so? Der Staat Österreich hat im Jahr 2019 rund 90 Milliarden Euro an Steuern eingenommen. Jeder von uns hat einen kleinen oder größeren Teil davon bezahlt. Für jedes Schnitzel, jedes Zugticket und jeden Liter Benzin. Die Unternehmen zahlen in Österreich die Körperschaftssteuer. Die meisten sagen einfach Köst. Vom Gewinn eines Unternehmens sind 25% Köst zu bezahlen. Ein Beispiel. Eine österreichische Firma hat im letzten Jahr 1 Million Euro eingenommen und 900.000 Euro für Mitarbeiterinnen und andere Dinge ausgegeben. Es bleibt ein Gewinn von 100.000 Euro. 25% davon, also 25.000 Euro, gehen als Köst an den Finanzminister. Die Köst brachte 2019 insgesamt ca. 9 Milliarden Euro an Steuern. Wieso zahlen dann Amazon oder Apple weniger Steuern als andere Unternehmen? Es gibt viele Tricks. Manchmal gehen die auch bis an die Grenzen der Gesetze und darüber hinaus. Wie? Werden wir gleich sehen. Apple und Amazon verkaufen ihre Produkte in der ganzen EU. Die Steuern müssen aber in dem Land gezahlt werden, wo das Hauptquartier der Firma liegt. Die Unternehmenssteuern sind von Land zu Land verschieden. Apple und Amazon können sich also aussuchen, wo der Sitz ihrer Firma liegt. Amazon hat sein EU-Hauptquartier in Luxemburg. Dort sind die Steuern sowieso schon niedrig. Doch Amazon hat vor rund 20 Jahren auch noch einen speziellen Vertrag mit der Regierung von Luxemburg geschlossen, um noch weniger Steuern zu zahlen. Die EU-Kommission hat deswegen entschieden, dass Amazon Steuern zurückzahlen muss, weil so ein Vertrag unfair ist. Durch den Druck der Kommission hat Amazon seine Praxis geändert und zahlt jetzt auch in anderen EU-Ländern Steuern. Ein anderes, ähnliches Beispiel ist Apple, das einen Vertrag mit der Regierung von Irland hat. Dieser Fall liegt gerade beim Europäischen Gerichtshof. Um die Gewinne in das günstigste Land zu verschieben, gibt es einen Trick. Ein Unternehmen gründet eine Muttergesellschaft im Land mit den niedrigen Steuern und Tochterfirmen in den teuren Ländern. Die Töchter müssen dann eine Gebühr an die Mutter bezahlen, damit sie Produkte verkaufen dürfen. So sinkt der Gewinn im teuren Land. Das Geld bleibt im Unternehmen und wird nur hin und her geschoben, wie es gerade passt. Das generelle Problem aber ist, die EU-Länder schaden sich durch diesen Wettbewerb gegenseitig. Große Unternehmen können die Staaten gegeneinander ausspielen und einfach ins nächste Land weiterziehen, wenn es zu teuer wird. Eine kleine Firma in Österreich kann sich das nicht leisten. Das System wird unfair. Eine mögliche Lösung? Die Köst wird nicht mehr in dem Land, wo die Firma ist, eingehoben, sondern in dem Land, wo die Kunden sind. Länder wie Österreich oder Deutschland haben auch damit ein Problem. Österreichische Firmen verkaufen sehr viele Produkte im Ausland. Die Steuern auf diese Gewinne würden den Produkten ins Ausland folgen. Im Gegenzug könnte sich Österreich über Steuereinnahmen von Amazon oder Apple freuen. Ob dann mehr oder weniger für den österreichischen Finanzminister übrig bleiben würde, ist schwer vorherzusagen. Eine Möglichkeit ist eine Mindeststeuer. Das funktioniert so. Die Staaten einigen sich weltweit auf einen Mindeststeuersatz. Ein Konzern, der seinen Sitz in Luxemburg hat, aber große Gewinne in Österreich macht, zahlt seine niedrige Steuer in Luxemburg. Österreich kann dann die Differenz zur Mindeststeuer selbst fordern. Ob so eine Mindeststeuer wirklich kommt und ob sie das Steuersystem auch wirklich gerechter machen wird, ist nicht fix. Noch wird verhandelt. Vielen Dank an unseren Kooperationspartner Zentrum Polis Politik lernen in der Schule. Das Zentrum Polis entwickelt Lehrmaterialien zum Thema politische Bildung. Diese Woche möchten wir euch Folgendes empfehlen. Steuern, muss das denn sein? Diese und weitere Materialien findet ihr auf politik-lernen.at/shop.